Huhu! Herzlich willkommen, ihr Lieben! Heute gibt es so ein bisschen ein kleines Urlaubsstimmungsvideo. Vielleicht ist der ein oder andere ja schon auf Reisen und ist auch so im Sammelfieber, wie wir das waren. Das hatte ich ja nach unserem Urlaub in dem Video erzählt, dass ich eine schöne Ausbeute ergattert habe und die werde ich euch jetzt zeigen. Also das sind jetzt nur die Muscheln. Die anderen Dinge, die habe ich jetzt hier nicht aufgetischt. Ja, das sind jetzt wirklich nur die unterschiedlichsten Muscheln. Ich war jetzt selber auch so ein bisschen perplex wieder mal. Ich habe die Tüten jetzt eigentlich gar nicht angerührt, weil ich jetzt auch gar keine Deko sonst gemacht habe mit den Muscheln und war jetzt doch etwas überrascht über diese wunderschönen Sachen. Also das ist halt auch, ist schon noch ein bisschen Sand drin, grandios, so ein kleines Horn. Und diese Spitzmuscheln, die fand ich auch total schön. Die haben so ein Hütchen, da gibt es verschiedene. Also ja, das ist gigantisch. Wir haben das auch so, das war ja unterschiedliche Regionen. Und da sieht man ja auch, dass es ja eine Region, zweite Region, dritte Region. Das sieht man ganz klar. Ja, die sind so ein bisschen feiner, aber trotzdem haben sie eine sehr feste Schale. Das hat mich echt erfreut. Ich bin jetzt selber hier in der, wie gemalt, oder? Grandios und ganz fest, also irre. Und dann, ja, die Teile hier, die ich jetzt auch verwende für die Deko. Ich möchte gar nicht bohren, das ist jetzt einfach, ich mag es einfach nicht. So ein Aufhängemodell mit so Muscheln ist schön, aber ich mag es nicht, ich mag es ja einfach gar nicht kaputt machen. Wer weiß, was noch alles damit kommt. Es gibt auch, gerade im Süden haben wir jetzt gesehen, dass diese Töpfe, dass die Töpfe selber gemacht haben, mit Beton und dann diese Muscheln eingedrückt. Sowas finde ich halt auch ganz arg schön und vielleicht werde ich mir das auch noch geben und ein Gefäß damit machen. Deshalb haben wir auch so viele gesammelt. Die war ganz besonders. Die sind alle besonders. Also auch der Farbton hier. Ja, jetzt kruschel ich hier rum. Ich höre gar nicht mehr auf. Das ist irre. Und bei der war ich ganz happy, aber leider, leider, sie hat es halt den Transport nicht überstanden. Ihr seht es ja, die war wirklich zusammen. Ich habe die gefunden, war unter einem Stein, also so ein bisschen am Stein gelegen. Und die war einfach so hier hinten einfach zusammen, ganz zart. Und es hat halt jetzt den Transport leider nicht überlebt. Mein Mann hat gemeint, wir sollten es vielleicht einfach mit Sekundenkleber festkleben. Das weiß ich noch nicht genau. Aber toll, tolle Form. Und dann auch noch sowas zu finden, ist halt einfach ja, ein kleines Geschenk. Das sind alles auch, das sieht man, andere Farben. Die haben jetzt so eine braune Schattierung überwiegend. Auch ganz unterschiedlich. Auch mal was Graues. So eine schöne Platte. Ja, ich höre gar nicht auf. Wollt ihr einfach vorbeikommen und dann schauen wir uns gemeinsam Muscheln an. Ja, also ich höre jetzt auf, wir machen jetzt einfach weiter mit der Deko. Ich wollte es einfach nur kurz zeigen, dass wir doch schon eine enorme Ausbeute gemacht haben. Ja, auch stark. Da ist ja jetzt ein Loch drin. Ja, also, das ist die Muschelsammlung von diesem Jahr. Jetzt geht's mit der Deko weiter. Es ist jetzt wieder anders dekoriert. Ja, ich habe jetzt diese Girlande weggenommen und habe eigentlich so, wie ich es ursprünglich machen wollte, so war es eigentlich von Anfang an geplant. Aber ich hatte ja auch noch diese schönen Weschen irgendwann ergattert und wollte auch mit denen unbedingt was machen und auch gerade so mit Rosen. Das fand ich jetzt sehr schön, auch so nach dem Urlaub. Jetzt habe ich Urlaubsstimmung auf der Terrasse. Ich habe das Gestell einfach mit ein bisschen Jute-Schnur umwickelt, dass es nicht so nackig ist.
Und mehr kommt auch wirklich nicht dran. Also nicht wundern, ich lasse es so ganz, ganz, ganz minimalistisch. Es bleibt einfach so mit den Muscheln. Das ist einfach mit Hauswurz, ein bisschen Erde ist drin, Hauswurz. Und dann kann man die besprühen und dann hält es auch eine gute Weile. Die sind ja sehr, sehr unempfindlich. Ja, und das hatte ich ja auf Insta gezeigt und in einem Short auf YouTube das Drahtgestell. Und das ist ja praktisch das Prinzip gearbeitet, wie das aus dem letzten Video, diese kleinen. Und jetzt wollte ich es einfach eine Nummer größer. Und mehr kommt jetzt auch gar nicht hier hin. Ich werde jetzt noch was für den Tisch vorbereiten und so ein Gehänge, wenn ihr jetzt so eine Stange nicht habt und wollt aber trotzdem irgendwie so was Hängendes und auch mit Muschel, da zeige ich euch jetzt was mit diesen Kränzen. Den einen habe ich schon umwickelt. Da sieht man ja auch schon. Den werde ich jetzt gleich hier befestigen und dann einfach ein bisschen Deko dran machen, also auch ganz minimalistisch. Das sind Kränze, die sind bei mir jetzt fertig. Das ist Schwemmholz, das ist so ein dicker Ring. Das sind sie jetzt dran befestigt. Ihr könnt natürlich, wenn ihr Schwemmholz habt, das selber auf dem Draht einfach anbohren und dann auf dem Draht stecken und zu einem Ring formen. Es sollte schon ein stabiler Draht sein, also das hat ja auch Gewicht. Jetzt möchte ich einfach in die Schale, weil ich das Graue jetzt auch wieder so schön finde. So ein bisschen passt das jetzt auch mit den Muscheln. Und ja, ich habe noch eine gefunden. Das ist eine Muschelüberraschung. Da habe ich ganz viele von entdeckt und habe auch manche geöffnet. Und da ist es wirklich so, dass da so eine klitzekleine Muschel drin ist. Aber ich mag es jetzt gar nicht öffnen. Ich finde es einfach, ja, voll süß, also voll die schöne, natürliche Kinderüberraschung und Erwachsenenüberraschung. Hier schlinge ich jetzt einfach die Jute-Schnur einfach an drei Positionen. Jetzt noch einen Knoten drauf. Lässt sich nicht gut schneiden, habe ich eben schon bemerkt. Und ich möchte auch nichts ankleben, damit man das auch immer wieder verwenden kann. Immer so ein bisschen sparsam mit Heißleim. Aber nur für kurze Zeit. So, jetzt habe ich hier noch so einen Kranz auch aus dem Gras gewickelt, einfach nur so öfter drum herum geschlungen. Das möchte ich jetzt einfach als Erhöhung, wenn ihr da was anderes habt oder einfach auch nur den Kranz. Aber da die Schale jetzt hier so ein bisschen nach oben geht, will ich den jetzt nicht so reindrücken, dann sieht man es ja gar nicht. Drum einfach auch noch das Gras und ein Lichtlein hinein. Und im Prinzip gefällt es mir ja schon so ganz gut. Wer will, kann da auch noch ein bisschen Sand einfüllen. Da habe ich jetzt, weiß ich gar nicht, ob ich noch welchen habe. Ja, und jetzt möchte ich halt diese, oh, Herzinfarkt, diese kleine Muschel, ja genau, und deshalb möchte ich mir die jetzt auch mit Hauswurz füllen und einfach nur so zweimal dahin legen, weil die ist ja jetzt wirklich ganz arg zauberhaft. Jetzt brauche ich nur noch den Hauswurz. Jetzt habe ich den Hauswurz da, nehme hier so einen kleineren und einen größeren rein.
Und der kommt einfach hier oben drauf. So, dann könnt ihr das besprühen und dann hält es eine Weile. Und wer mag, kann natürlich auch noch seine gesammelten Stücke. Wo habe ich jetzt die anderen? Die lege ich gleich noch einfach mit dazu. Da kommen jetzt noch einfach diese kleinen Hütchen. Die möchte ich auch noch gerne da drauf verteilen. Und dann war es das eigentlich. Dann habe ich hier meine Urlaubs... Ja, das kennt ihr das. Ah, so lasse ich es. Kennt ihr das eigentlich? So lasse ich es. Und dann... Und hier und da noch ein bisschen. Aber so lasse ich es. Kann sich gleich noch ändern. Jetzt möchte ich noch das Hängeteil machen. Das habe ich jetzt schon fertig aufgehangen. Einfach auch an den Schnüren festgemacht. Und diese wilden Schnüre, also diese offenen hier, die sind einfach aufgetrillert von einer Jute-Schnur. Das wisst ihr ja, das geht einfach auftrillern und dann bekommt ihr diese dünnen Fädchen. Ja, aber jetzt zu den Muschelfüllung. Dafür habe ich mir jetzt ein Papierdraht genommen. Ja, ihr seht, Papierdraht ist irgendwie ein Muss. Und lasse das eigentlich lang genug, dann kann ich die Länge immer noch ein bisschen variieren und ziehe das ganz dolle feste. Und dann zwirbel ich den einfach so drumherum, dass das so ein bisschen wie eine Flechte aussieht. Und jetzt kommt da auch einfach nur ein little bit auf Hauswurz hinein. Dann möchte ich das auch einfach nur an den Kranz hängen und dann auch ein bisschen schauen. Der wird dann halt auf der einen Seite jetzt ein bisschen kippeln, weil da mehr Gewicht ist und das dann halt einfach mit den Muscheln ausgleichen. Jetzt gucke ich, dass ich reinkomme. Jetzt arbeite ich mir jetzt einfach noch ein paar weitere Muscheln und hänge die dran. Am Ende, ja, hier noch ein bisschen und da, aber so lasse ich es. So lasse ich es auch ganz bestimmt. Also das kenne ich wirklich auch zuhauf, also von mir. Ja, jetzt habe ich es halt nicht so gelassen. Jetzt bin ich zufrieden, aber es kann doch noch mal sein, dass ich vielleicht noch mal umändere. Aber so gefällt es mir jetzt. Die Muschel habe ich jetzt doch so genommen, dass man das sieht, dass das mal eine, also ein Teil war. Das war eigentlich echt schade, dass ich die zwei getrennt habe. Die habe ich jetzt einfach so da drauf gelegt, dass das Objekt halt auch einfach schön zur Geltung kommt. Und da einfach nur ein bisschen Hauswurz und mehr eigentlich nicht. Das passt so. Ja, und hier habe ich jetzt auch noch mal so ein Drahtkörbchen dran gehangen und einfach dreimal das ganze Spiel wie hier, mehr nicht. Es ist ganz minimalistisch. Ich hoffe, das ist auch mit dem Fokus. Mein Sohn hat jetzt auch gerade gemeint, ja, warum musst du immer was Hängendes machen? Ja, weil ich jetzt gerade die Idee dafür habe, ja. Also er beschwert sich gerade, dass das ein Problem ist mit dem Fokus und dann noch mit dem Hintergrund von mir. Also er hat Schwierigkeiten. Ich denke, ihr seht es dann bestimmt oder es ist halt in Ordnung. Aber wenn jetzt irgendwie der Fokus nicht so scharf ist, das liegt einfach daran, dass die Kamera damit so Hängeteilen und so dünnen Drähten nicht so gut klarkommt. Also gibt es jetzt nur noch Bodendeko. Ja, ich wünsche euch derweil ein schönes Wochenende. Viel Sonnenschein, ich glaube, es soll herrliches Wetter werden und wir sehen uns dann auch schon, hoffe ich, nächsten Freitag. Habt eine gute Zeit bis dahin. Tschüss!